Fernab von Europa liegt ein abgeschiedener Archipel vor der Küste Afrikas. Inseln am Rande der Welt, so nannte man sie einst. Spanische Konquistadoren eroberten sie auf ihrem Weg nach Amerika. Heute sind die Kanarischen Inseln ein Ferienparadies für Millionen. Ihre bewegte Geschichte hat deutliche Spuren hinterlassen. Dennoch haben die sieben Inseln ihre wilde Seite bewahrt. Sanddünen, Urwälder, Vulkangipfel und Lavawüsten. Fernab der Kontinente sind auf den Kanarischen Inseln einzigartige Landschaften entstanden. Begonnen hat alles vor 20 Millionen Jahren. In den Tiefen des Atlantiks brodelt es gewaltig. Am Meeresboden brechen Vulkane aus. Kräfte aus dem Erdinneren schieben Land aus dem Meer. Die Kanaren wurden aus Feuer geboren. Bis heute sind sie nicht zur Ruhe gekommen. Am Anfang steht eine Vulkaninsel ohne Leben. Innerhalb weniger Monate erobern Bakterien das nackte Gestein. Algen und Flechten folgen. Sie mischen das erste Grün in die schwarze Lava. In der Welt der Feuerberge wird man Zeuge, wie alles Leben seinen Anfang nahm. Fast 4000 Meter ragt der Teide über den Meeresspiegel. Er ist ein schlafender Gigant. Im Jahr 1909 brach er das letzte Mal aus. Unzählige Eruptionen haben eines der großen Naturwunder der Erde geschaffen. Vulkane, Krater und erstarrte Lavaströme verschmelzen zu einer schroffen Landschaft. Als die Inseln noch einer heißen Schlammwüste glichen, war der Meeresboden bereits von Lebewesen besiedelt. Doch auch unter Wasser sind Vulkane ein instabiler Lebensraum. Jederzeit können heiße Gase aus dem Erdinneren entweichen und das Wasser vergiften. Wer nicht aus der Gefahrenzone flüchten kann, geht zugrunde. In dieser Welt haben sich urtümliche Lebensformen angesiedelt. Viele sind bizarr und geheimnisvoll.
Wenn kaltes Wasser in noch glühende Lava dringt, kann es zu gewaltigen Explosionen kommen. Die ganze Küsten in die Tiefe reißen. Oder es entstehen weit verzweigte Unterwasserhöhlen, die ins Inselinnere führen. An solchen Orten halten sich lichtscheue Meeresbewohner versteckt. Isoliert von der Außenwelt haben sich in einer Höhle auf Lanzarote skurrile Wesen entwickelt. Winzige weiße Krebse, kaum 1 Zentimeter groß und völlig blind. Rochen leben seit Urzeiten im Meer. Wie diese merkwürdigen Wesen, Engelhaie. Als die Inseln aus der Tiefe emporgehoben wurden, folgten sie dem neu entstandenen Boden. Immer mehr Arten tauchten auf und passten sich dem neuen Lebensraum an. El Hierro entstand erst vor 1 Million Jahren. Es ist die jüngste und kleinste Insel des Archipels. Die Küste ist steil und zerklüftet. Hier existiert seit Anbeginn ein Tier, dessen Vorfahren einst von Afrika aus die abgelegene Insel erreichten. Auf diesem unzugänglichen, winzigen Felsen im Meer, dem Roque Chico de Salmor, hat es bis heute überdauert. Die El Hierro Rieseneidechse. bis 200 Exemplare leben auf dem kargen Felsen. Diese Tiere werden über 1,5 Meter lang, obwohl sie hier kaum Fressbares finden. Die spärliche Vegetation kann wohl kaum den Energiebedarf so vieler Echsen decken. Und die genügsamen Tiere vermehren sich hier sogar noch. Wie ein felsiges Wüstengebirge ragen die Klippen von La Gomera aus dem Meer. Hier ist es trocken und heiß. In höheren Regionen aber verändert die Insel ihr Gesicht. Von feuchtem Nebel verhüllt, hat ein lebendes Fossil überdauert. Monte Verde, der Wald in den Wolken. Lorbeerbäume bilden ein undurchdringliches Dickicht. Die Wälder stammen aus dem Tertiär und sind weltweit die letzten ihrer Art.
An seinem unteren Rand, wo der Wald lichter wird, liegt das Reich eines seltenen Vogels, der Lorbeertaube. Wie der Wald ist auch die Taube ein lebendes Fossil. Sie kam aus Afrika, als die Kanarischen Inseln noch jung waren. Seit fast 20 Millionen Jahren ist sie vom Festland abgeschnitten und kann nur in diesem begrenzten Lebensraum existieren. Das bekannteste Symbol der Inseln ist wohl der Kanarienvogel. Und das ist sein wilder Vorfahre, der Kanarengirlitz. Spanische Eroberer brachten ihn nach Europa. Wegen seines schönen Gesanges und weil er als Sinnbild für Luxus und Weltgewandtheit galt. Der Kanarienvogel mag gern Süßes und wurde daher Zuckervögelchen genannt. Auch seine wilden Verwandten können den reifen Früchten des Erdbeerbaums nicht widerstehen. Die kleinen Vögel picken sie direkt vom Baum. Was abfällt, überlassen sie anderen. Zum Beispiel den Buchfinken. Auf einer Insel mitten im Ozean darf man nicht allzu wählerisch sein. Die Ressourcen sind begrenzt. Und daran muss man sich gewöhnen. Von fern sieht es aus wie ein grünes Paradies. Doch die Welt rund um El Teide ist eine lebensfeindliche Vulkanwüste. Klirrende Kälte, extreme Hitze, Trockenheit. Dünne Luft und starke ultraviolette Strahlung prägen diesen Vulkan. All dem trotzt der Taide-Natternkopf mit purpurfarbenen Blüten, die 3 Meter in den Himmel ragen. Das schafft er allerdings nur einmal im Leben. Je mehr Blüten er hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, von Insekten bestäubt zu werden. Aus den Samen wächst die nächste Generation. Das ist die Überlebensstrategie dieser Pflanze. Fern vom Festland entwickelten sich viele neue Arten mit hochspezialisierten Fähigkeiten. Auf einem einzelnen Küstenfelsen auf Teneriffa wächst eine der bedrohtesten Pflanzenarten der Erde. Lotus maculatus, der gefleckte Hornklee. Von dieser Polsterpflanze gibt es in der Natur nur noch 11 Exemplare, weltweit. Um zu überleben, ist die Pflanze eine einmalige Partnerschaft eingegangen. Mit Reptilien.
Die Eidechsen ernähren sich von den Blüten. Sie sind vor allem hinter dem zuckerreichen Nektar her. Das ist der Trick der Pflanze. Ihre Pollen befinden sich auf den Spitzen der Blütenblätter. Wenn die Eidechse an den Nektar will, rieselt Pollen auf ihren Kopf. Und den trägt sie dann zu der nächsten Blüte. So sorgen Reptilien für die Bestäubung. Ohne Eidechsen könnte sich der Hornklee nicht vermehren und würde für immer verschwinden. Lava und Asche dominieren das Leben auf den Kanarischen Inseln. Am Fuße der Vulkane gibt es weder Wasser noch fruchtbare Erde. Hier wächst ein zäher Kämpfer, die Kanarenkiefer. Mit einer starken Pfahlwurzel dringt sie tief in den Boden ein und findet so Halt. Zusätzlich bilden Seitenwurzeln ein weitläufiges Netzwerk, das die riesigen Bäume in der kargen Landschaft versorgt. Die Wurzeln der Kiefern benötigen viel Platz. Die Bäume halten daher Abstand zueinander. In den lockeren Kiefernwäldern rund um den Taide lebt ein Vogel, dessen genaue Herkunft immer noch ein Rätsel ist. Der Taide-Fink. Die Männchen sind leuchtend blau. Taide-Finken lieben die Gebirgsregionen. Ihre Nester bauen sie in besonders großen, alten Kiefern. Taide-Finken sind nicht allein. Auch Blaumeisen und Spechte bewohnen die offenen Kiefernwälder. Das Meisenjunge ist schon flügge, wird aber noch von den Eltern gefüttert. Die Finken dagegen brüten spät. Noch haben die unscheinbar gefärbten Weibchen Zeit, sich zu streiten. Dann ist es soweit. Zapfenzeit. Samen der Kiefer sind reich an Proteinen. Genau darauf haben sich die Finken spezialisiert und ihre Brutperiode auf die Bäume abgestimmt. Im Sommer, wenn die reifen Zapfen zu Boden fallen, kommen die Vögel leicht an die nahrhaften Samen. Jetzt ist die ideale Zeit, um den Nachwuchs großzuziehen. Kanarenkiefern sind mächtige, starke Bäume. Noch in über 2000 Metern Höhe widerstehen sie Kälte, Hitze und Trockenheit. Die Nachbarschaft mit Vulkanen bringt eine zusätzliche, noch viel extremere Gefahr mit sich.
glühende Lava setzt alles in Brand. Vulkanausbrüche zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt. Brände breiten sich ungehindert aus und hinterlassen verheerende Spuren in der Natur. Erst wenn die Brandschwaden sich verzogen haben, wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Einzig die Kanarenkiefern widerstehen dem Feuer. Ihre Rinde schützt den empfindlichen Stamm. Das Geheimnis ihrer Existenz am Fuß der Feuerberge sind die Nadeln. Sie brennen sofort ab und glühen nicht lange nach. Die zerstörerischen Flammen finden in den lichten Wäldern daher kaum Nahrung. Und das Feuer zieht schnell durch. Feuer bringt neue Farbe in den Wald. Für manche Pflanzen ist es ein Lebenselixier. Sie keimen im mineralstoffreichen Boden, den die Asche hinterlassen hat. Im Sommer trifft der kühle, feuchte Passatwind, Alisio genannt, auf die Nordseite der Insel. An den steilen Flanken, die quer zur Hauptrichtung des Windes stehen, kühlt die aufsteigende Luft ab und kondensiert. Dichte Wolken fließen in die ausgedörrten Wälder. An manchen Stellen sind zauberhafte Märchenwälder entstanden. Nichts erinnert hier an die karge Trockenheit einer Vulkanwüste. Der Wald wird von Nebel beherrscht. Flechten, Farne und Moose wachsen auf den Bäumen. Das Geheimnis dieses immergrünen Paradieses sind auch hier die Nadeln. Ihre langen, dünnen Spitzen durchkämmen den Nebel und sorgen dafür, dass das Wasser direkt auf die Wurzeln der Bäume tropft. Auf Fuerteventura gibt es keine Bergwälder, die vom Passat mit Feuchtigkeit versorgt werden. Wer hier lebt, muss Hitze und Trockenheit ertragen. Der zierliche Rennvogel trägt seinen Namen zurecht. Er rennt lieber, als dass er fliegt. In aufrechter Haltung reckt er sich hoch auf, um mit gestrecktem Hals nach Feinden Ausschau zu halten. In der steinigen Steppe ist er mit seinem sandfarbenen Gefieder fast unsichtbar. Ihre Eier legen die Vögel im offenen Gelände ab. Das warme Daunenkleid der Mutter ist der einzige Schutz in der rauen Steinwüste.
Brennvögel sind schüchtern und schweigsam. Doch mit den Küken im Ei kommuniziert die Mutter mit feinen, hohen Rufen. Nicht mehr lange und sie werden ihr antworten. Bis es soweit ist, müssen sie eine gefährliche Zeit überstehen. Wüstenraben haben auf einem verwitterten Vulkankegel Stellung bezogen. In dieser Landschaft ist nicht viel zu holen. Doch jetzt, in der Brutsaison, sind sie auf Eier und hilflose Küken aus. Um nicht aufzufallen, bewegt sich der Triel wie in Zeitlupe. Wüstenraben patrouillieren unablässig den Luftraum. Fühlt sich der Rennvogel bedroht, duckt er sich und vertraut bewegungslos auf seine Tarnung. Erst im letzten Moment ergreifen brütende Mütter die Flucht. Sie versuchen, die Raben von ihren Eiern abzulenken. Doch Raben sind intelligente Vögel. Sie bemerken jede noch so kleine Veränderung in der Landschaft. Vogeleier sind ein gefundenes Fressen. Dieses Mal war die Mutter nicht vorsichtig genug und muss hilflos zusehen, wie ihre Brut vernichtet wird. Für die anderen geht der Kampf ums Überleben weiter. Dieses Weibchen hat Glück gehabt. Seine Eier sind bisher unentdeckt geblieben. Nach 3 langen Wochen geht die Brutzeit zu Ende. Die Jungen sind bereit zu schlüpfen. Ein bedrohlicher Wintersturm hat sich im Nordatlantik zusammengebraut. Seine Vorboten treffen mit verheerender Kraft auf die Insel. Orkanböen peitschen das Wasser meterhoch auf. Die Temperatur fällt unter den Gefrierpunkt. Heftige Schneeschauer setzen ein.
Tagelang dauert der Schneefall an. Unablässig treffen feuchte, kalte Luftmassen auf die Bergflanken der hohen Vulkane. Das Reich der Feuerberge versinkt unter einer weißen Schicht aus Schnee. In tieferen Lagen stürzt Wasser in Kaskaden über die steilen Hänge. Der Wald, der sonst Wasser nur vom Nebel bekommt, saugt sich voll wie ein Schwamm. Die intensiv gefärbten Blüten der Kanarenstrauchmalve sind bunte Tupfen im eintönig grünen Winterwald. Dass sie gerade jetzt blüht, hat einen Grund. Sie lockt Vögel an. Ornithophilie nennt man dieses Phänomen der absoluten Anpassung von Blumen an Bestäubervögel. Sie gilt dem Zilpzalp, der zierliche Vogel sucht den süßen Nektar. Dabei berührt er mit dem Kopf die Staubgefäße und überträgt Pollen auf die nächste Blüte. Nach mehreren Tagen ist das Tief endlich abgezogen. So nahe am Äquator steigen die Temperaturen auch in dieser Höhe rasch wieder an. Nur für eine kurze Zeit wird der Schnee hier liegen bleiben. So lange zeigt El Teide ein ungewohntes Gesicht. Auch auf Fuerteventura ist der Sturm vorüber. Das erste Rennvogelküken ist aus dem Ei geschlüpft. Es ist noch nass, blind und vollkommen hilflos. Ohne die Wärme der Mutter kann es nicht überleben. Doch schon in wenigen Stunden wird es das Nest verlassen müssen. Von nun an muss das Weibchen seine Brut gut zusammenhalten. Jeden Moment wird das zweite Küken schlüpfen. Beim Triel sind die Jungen bereits in der Morgendämmerung geschlüpft. Noch sind sie etwas wackelig auf den Beinen. Nur die Tarnfarbe ihres Federflaums gibt ihnen Schutz. Auf frisch geschlüpfte Küken haben Raben besonderen Appetit.
Unentwegt beobachten sie das Gelände und lauern auf eine verräterische Bewegung. Das Rennvogelküken ist mittlerweile trocken und will seine Umgebung erforschen. Jetzt sind die Eltern besonders auf der Hut. Aufmerksam beobachten sie die Umgebung des Nests. Endlich zwängt sich das zweite Küken aus dem Ei. Das ist ein kritischer Moment. Sofort entfernt die Mutter die hellen Eischalen, um nicht die Aufmerksamkeit der Raben zu erregen. Es ist früh am Morgen und die Triele beginnen bereits, ihre Jungen fortzulocken. Diese können kaum stehen und schon verlassen sie ihr Nest. Unsicher, Schritt für Schritt, kämpfen sie sich auf dem steinigen Boden voran. Auch die jungen Rennvögel sind Nestflüchter. Kaum 4 Stunden, nachdem sie zur Welt gekommen sind, sind die Küken schon in der Felswüste unterwegs. Mit Futter locken beide Eltern ihre Jungen so schnell und so weit es geht von ihrem Geburtsort fort. Noch 4 lange Wochen wird es dauern, bis die Jungen flügge sind. Dann erst haben sie die größten Gefahren überstanden. Wind und Wetter haben Vulkane abgetragen und zu runden Kuppen geschliffen. Der Taide dagegen ragt 7500 Meter vom Meeresgrund auf, eine gewaltige Höhe. Er ist der dritthöchste Inselvulkan der Erde. Und solange er im Untergrund aktiv ist, wird er weiter wachsen. Zwischen den Inseln liegen tiefe Unterwasser-Canyons. Ideale Bedingungen für große Meeressäuger. Grindwale sind Nomaden. Sie durchstreifen die Weltmeere in Familiengruppen. Jeder Clan wird von einem dominanten Männchen angeführt. Sein Können und seine Erfahrung bestimmen das Schicksal aller Mitglieder. Einige Grindwale haben gelernt, die idealen Bedingungen zwischen den Inseln dauerhaft zu nutzen und sind geblieben. Teilen sich diese Gewässer mit anderen Meeressäugern.
Auf der Suche nach reichen Fischgründen durchpflügen gemeine Delfine den Ozean. Dabei sind sie ständig miteinander in Kontakt. Wie jede hochentwickelte Gesellschaft sprechen Grindwale ständig miteinander. Jede Familie hat ihren eigenen Dialekt. So koordinieren sie sich untereinander auch über weite Distanzen. Zur Ortung ihrer Beute haben sie ein hochempfindliches Sonarsystem entwickelt. Auch wenn die Wale die meiste Zeit an der Oberfläche verbringen, jagen sie fast ausschließlich große Kalmare, die in der Tiefsee leben. Noch in 800 bis 1000 Metern Tiefe können sie ihre Beute punktgenau orten. Bei ihren Tauchgängen arbeiten sie eng zusammen. Verschwinden sie in der dunklen Tiefe, sind sie auf Leben und Tod aufeinander angewiesen. Möwen umkreisen kreischend den Roque Chico de Salmor. Auf dem Felsen, der uneinnehmbar aus dem Meer ragt, brüten die Vögel in einer großen Kolonie. Die Küken verstecken sich und zeigen sich nur, wenn die Eltern mit frischem Futter landen. Die Brutkolonie ist ein Glücksfall für die El Hierro-Rieseneidechse. Ohne sie müssten die Echsen auf dem nackten Felsen verhungern. Die Küken sind unbeholfen und verletzlich. Die hungrigen Echsen beobachten gespannt das Brutgeschäft. Im Minutentakt heben erwachsene Möwen vom Felsen ab und fliegen davon. Ihr Ziel ist die Hochebene von El Hierro. Hier gibt es jetzt eine Massenversammlung von Heuschrecken. Es sind marokkanische Wanderheuschrecken. Seit biblischen Zeiten sind sie für die Menschen eine Plage. Für die Vögel aber sind sie ein Segen. Die Möwen müssen sie nur mit dem Schnabel aufpicken.
Über einen Monat dauert das große Fressen. Zeit genug, um die Nachkommen mit den nahrhaften Insekten großzuziehen. Voll beladen mit frischem Futter starten die Möwen den Rückflug. Es ist wie eine Luftbrücke, mit der die Bewohner des kleinen Felsens ständig mit Nachschub versorgt werden. Die Küken bekommen mehr Heuschrecken, als sie fressen können. Mancher Möwe scheinen die kratzigen Insekten im Hals stecken zu bleiben. Und sie versucht, die krabbelnde Beute loszuwerden. Auf solche Gelegenheiten haben die Eidechsen gewartet. Sie sammeln alle Überreste auf. Was die Möwenküken nicht fressen, bleibt den hungrigen Reptilien. Und davon gibt es während der Brutzeit im Überfluss. Die extra Portion Eiweiß genügt den Riesenechsen, um den Rest des Jahres zu überleben und sich sogar zu vermehren. Das ist das Geheimnis ihrer Existenz. Der kleine Rocke des Almor gibt ihnen Schutz. Die brütenden Möwen ermöglichen ihnen das Überleben. Die Kanarischen Inseln sind eine kleine, faszinierende Welt. Hier gibt es eine erstaunliche Vielfalt an Klimazonen, Landschaften und einmaligen Arten. Außergewöhnliche Partnerschaften haben sich in der Abgeschiedenheit der Inseln entwickelt. Und Lebewesen, die anderswo lange ausgestorben sind, konnten hier überleben. Der gesamte Archipel ist eine eng begrenzte Welt, in der alles voneinander abhängig ist, wie der Roque Chico de Salmor. Wenn auch nur ein Element ausfällt, kann das ganze System zusammenbrechen. Was dann von den Kanarischen Inseln bleiben würde, ist, womit es vor Urzeiten begonnen hat, eine kahle Vulkanwüste. Thank you.